Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Meingestüt an Leben für die Pferde. Und ich fange gerade an aufzunehmen und meine Stimme versagt. So, ich würde sagen, wir füttern gerade als allererstes mal Starlight. Und während sie futtert, können wir uns dann ja wieder um die Fohlen kümmern. Mir wurde auch geschrieben, dass das Pferd mehrere Tage weg ist, wenn ich mit ihm züchte. Dass aber die Pferde schon, ja, mehr oder weniger weit trainiert sind, wenn ich sie selber züchte. Das heißt, ich werde dann, denke ich, mit Luna züchten, dass ich Starlight noch für die Rennen offen habe. 108 Credits, boah. Das ist hier schon eine ordentliche Hausnummer. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass wir fürs Züchten einiges an Geld brauchen werden. Von daher kann es definitiv nicht schaden, sich ein paar Credits mehr zu verdienen. Wow, das war fast ein bisschen früh. So, kleiner Sonnenschein, komm mal nach innen. Ganz hübsches Pferd. Ganz süß. So. Jetzt das Fohlen zügig nach außen schicken. Sehr gut. Jetzt können wir direkt außen bleiben. Das ist jetzt auch nicht so die mega weite Entfernung, dass wir es zwischendrin nach innen holen sollten, um Zeit zu sparen. Wir bleiben einfach mal auf dieser Bahn. Das war knapp. Okay, und wir können wieder außen bleiben. Oha. Das kommt jetzt auch schnell. Da ist es schon. So, wir bleiben auf der Innenbahn. Dann haben wir nur noch zwei. Also mit diesem jetzt haben wir dann noch zwei weitere Punkte. Oh, sehr gut. So, wir bleiben innen, um die Zeit, um den Weg schneller zurückzulegen. Das ist unser letzter Haltepunkt. Einmal nach in die Mitte bitte, ein Stück weit nach außen. Sehr gut. Jo, 108 Credits mal eben gesichert. Das ist doch Wunderbärchen. Und nochmal 108 Credits, wenn wir unsere Sache gut machen. Hier haben wir jetzt ein Schimmelchen. Ein Schimmeltier, was ein bisschen dreckig ist. So. Jetzt schicke ich es erstmal nach außen, dass wir das schon mal haben, dass wir schon mal auf der richtigen Spur sind. Und dann können wir nochmal kurz antraben. Und jetzt wieder genau umgekehrt, den Spieß rumdrehen, wir holen es uns nach innen. Sehr gut machst du das. Ich weiß nicht warum, ich möchte das Fohlen irgendwie Lisa nennen. Wahrscheinlich deswegen, weil das erste Pferd, auf dem ich jemals geritten bin, war ein weißes Pony. Und das hieß Lisa. Ist übrigens auch das erste Pferd, mit dem ich dann je gesprungen bin. Die sprang echt gut. Obwohl das eigentlich schon eine alte Dame war. Doch, doch, komm mal nach innen. Müssen wir uns sputen. Das Pferd ist bockig. Das hat nicht mehr gepasst. Warum hatten wir da nur... Hä? Das Pferd ist mega bockig und wir hatten irgendwie nur eine Möhre oder was? Ich habe doch oben nie auf die Möhren geklickt. Das ist jetzt merkwürdig. Gut, da hätte ich jetzt Zeit gespart, wenn ich es rumgedreht hätte, aber irgendwie liegt mir das in die Richtung mehr. Es haben mir tatsächlich interessanterweise gestern auch die meisten geschrieben, dass sie immer in der Richtung longieren, in die das Fohlen guckt, also gegen den Uhrzeigersinn, wie ich auch. Linke Hand. So, antraben, einmal schicken. Das ist jetzt unsere letzte Lektion. Eine haben wir ja versaubeutelt.
weil das eigentlich kein Pferd ist, sondern ein Esel in Tarnung. Stur. So. Und jetzt gehen wir mal hier hinten rüber zum Massieren und schauen auch direkt mal noch, wie es jetzt aussieht mit dem Zuchtstall. Das interessiert mich nämlich auch. Und Zusatzfutter. Zusatzfutter müssen wir auch mal noch holen. 108 Credits, sehr nice. Zusatzfutter müssen wir auch mal noch holen, um dafür zu sorgen, dass Starlight wieder ein bisschen gesünder wird. So, ein Stück nach da. Sehr gut. Und jetzt hier hinten die Flanke. Bin ich mal gespannt, es ist ein großer Bereich. Wo sitzt denn hier die Verspannung? Da. Oh. Das ging jetzt relativ easy. 263, wenn ich innerhalb von 1 Minute 5 Sekunden fertig werde. Boah, das Pferd ist aber auch mega verspannt überall. In die Richtung hier unten. Das wäre mega, wenn wir das hinbekommen könnten, aber das ist viel. So, hier war es weiter unten verspannt. Immer noch weiter unten. Ich glaube kaum, dass man diese Massagebürsten so weit unten nutzt. Kriegen wir den Hals noch hin? Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott, haarscharf. Aber 263 Credits dafür bekommen. Das ist eine nette Sache. Pferde füttern? Warum Pferde füttern? Ich hab doch... Ach so. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht wieder im Stall war, weil ich habe sie ja eigentlich gefüttert. 624 Credits. Aber jetzt lasst uns mal zum Zuchtstall gehen. Eigenes Fohlen züchten. Pferdezucht. Du möchtest gerade versuchen, ein eigenes Fohlen zu züchten. Bring eine deiner gesunden Stuten mit einem gemieteten Hengst zusammen und stelle die Muster-, Farb- und Rasseeigenschaften ein, die von den Genen der Eltern her möglich sind. Wähle mittels der Pfeile die Stute und den Hengst sowie die Eigenschaften deines Fohlens aus. Nachdem du deine Wahl bestätigt hast, beginnt der Zuchtvorgang und ein paar Tage später wird das Fohlen geboren. Diese Aktivität nimmt eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch. Ich würde an sich gerne Luna nehmen und nicht Starlight. Es ist gar nicht so teuer. Die beiden haben wir zur Verfügung. Ah, das ist ja auch süß. Oder halt der Palomino, wäre auch niedlich. Oder cremefarben, Cremello. Ist ja schon ganz süß. So, der Hengst kostet 50 Credits. Im Laufe der nächsten Tage findest du dein Fohlen im Fohlengehege neben dem Zuchtstall. Okay. Das heißt, ich kann jetzt momentan dann erstmal nur Luna trainieren. Vielleicht lag es auch daran, dass Luna auf der Wiese steht. Vielleicht geht es nicht mit Pferden, die auf der Wiese stehen. Das weiß ich natürlich nicht. Ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal Luna raus, mache sie sauber, putze sie und trainiere sie mal noch ein bisschen weiter. So, komm mal mit. Dann bringen wir dich mal in die Box und kümmern uns erstmal um dich. Hier, Boxen ausmisten müssen wir auch nochmal. Machen wir auch gleich.
So, ausmisten. Jo. Gut, die Box ist wieder sauber. Einmal abduschen. Oh, das war zu viel. Ich wusste nicht, dass ich schon auf der zweiten Stufe war. Das sah noch so nach rausplätschern aus, das Wasser. Luna ist jetzt gar nicht so mega dreckig. Tatsächlich. Also es geht. Guck mal, dann können wir sie jetzt auch mal noch putzen. Dass das Vertrauen steigt, weil jetzt gerade so, wie sie momentan drauf ist, wird sie sich nicht unbedingt von uns reiten lassen wollen. So. Jetzt würde sie sich reiten lassen. Gut. Sehr gute kleine Maus. Dann müssen wir mal noch gucken, dass wir auch mal so einen Zusatz, so einen Futterzusatz besorgen. Boah, wir haben schon ziemlich spät. Dann macht das eigentlich gar keinen Sinn mehr, mit ihr auszureiten. Wir lassen sie jetzt mal in der Box drin stehen. Wir besorgen diesen Futterzusatz. Das Züchten war ja jetzt nun wirklich nicht teuer. Also ich hätte jetzt doch gedacht, dass das Züchten deutlich teurer ist. Aber Glück gehabt. Jetzt habe ich die noch gar nicht gekauft, ne? Blöden, das kann ich ja noch nicht kaufen, genau. Zubehör. Nee, alles fürs Pferd, hier. Nahrungszusätze. Können Bronchitis verbeugen und Gesundheit verbessern. Hilft gegen Milben- und Pilzbefall. Eieieiei. Das ist tatsächlich sehr realistisch. Wir legen uns mal 10 davon auf Lager, von dem Zusatzfutter. So, dann klicken wir jetzt hier einmal. Ich klicke jetzt hier nochmal kurz auf Lesen, dass wir das gelesen haben. So. Okay, und jetzt ist sowieso nämlich gleich Feierabend. Wir haben eh nur noch 20 Sekunden, bis der Tag endet. So. Erfolgreich gespeichert. Gut, gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist jetzt die Folge nur 10 Minuten lang? Ich glaube ja. Aber da ich mir gerade nicht sicher bin, wann ich angefangen habe aufzunehmen, würde ich mich einfach heute von euch verabschieden, für heute von euch verabschieden. Ich hoffe jetzt echt, die Folge ist jetzt nicht mega kurz, das wäre jetzt ziemlich doof. Und ja, ich bin gespannt. Auf das Fohlen, das sehen wir natürlich jetzt noch nicht, das sehen wir erst in ein paar Tagen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem neugierig drauf und dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal den Tag so ein bisschen dem Training dann von Luna widmen und natürlich auch dem Fohlentraining und dem Massieren, damit wir noch ganz viel Credits dazu bekommen. Also dann, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu kurz. Ich habe vergessen, aufs Handy zu gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn ihr mögt. Und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.